Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac. Wieder auf die File 2, ein neuer One mit. Wen spielen wir denn heute mal? Wir müssen halt noch ein paar machen. Es wäre, glaube ich, sogar für Eve. Ja, lass mal Eve One spielen. Die tote Katze. Katze. So, Eve hat einen Vogel dabei. Und, Moment, das zeige ich gleich. Wenn ich die hier mal getötet bekomme. Also Eve hat am Anfang an sehr wenig Attack, aber wenn man auf ein Leben fällt, dann ist a horrible night, have a curse. Und dann sind wir die Hure von Babylon. Movement Speed Bonus und so weiter und so fort. Das hätte ich eigentlich nicht einsammeln sollen, weil mit Eve will man eigentlich immer relativ Lowlife spielen. Obwohl, ich werde jetzt. Weil in der ersten Ebene kann ich ja noch während dem Bossfight Schaden bekommen. Ich denke, ich werde es hier jetzt ganz taktisch machen. Ich werde auf dem halben Leben bleiben. Zum Boss gehen. Ja, den Boss kann es eigentlich schon machen. Den Itemraum kann ich danach mal gucken. Und oh mein Gott, da war gut, dass ich diesen Plan verfolgt habe, weil der Vogel jetzt doch ein bisschen aufräumt. Oh, ich hasse euch. Was hat sie. Was? Oh mein Gott. Wird das mein erster Tod? Wird das mein erster Tod? Nein, ich sterb doch nicht. Boah, ja, nehme ich mit. Komm, habe ich ein bisschen was für den Devil Deal. Obwohl das Item für Eve eigentlich gar nicht so gut gedacht ist, weil man sich halt regeneriert und so der Whore of Babylon-Effekt wegfällt. Oh mein Gott. Aber nehmen wir, was sonst das Spiel gibt. Oh, Headless Baby. Headless Baby macht Blut auf dem Boden. Auf dem. Oh mein Gott! Was ist das? Warum laufe ich immer in dieses dumme Teil rein? Stört es ein bisschen, dass ich noch keine Bomben habe. Wo sind meine Bomben? Aber ab in die nächste Ebene. Oh ja. Mal gucken, ob ich mit Eve heute dann auch den, den Le Boucher. Ja. Den Le Boss Rouge hinbekomme. Hoffentlich. Weil ich würde mich freuen, wenn wir die Sachen relativ schnell alle abgearbeitet haben, also alle Charaktere, dass ich dann wirklich alles vom Spiel zeigen kann. So, den. Ah, fuck. Ich habe ja Schaden bekommen. Es gibt vielleicht keinen Devil Deal. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber. Da ist ein Schlüssel. Toll. Ich brauche eine Bombe spiel. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt einen Devil Deal. Ich mach den Boss jetzt erst. Ist Monstro, okay. Das ist einer der leichteren Bosse, besonders wenn er hier in meinem roten Blut drin steht. Du, stirb Monstro. Also der One, der läuft überhaupt nicht gut. Ich krieg jetzt wahrscheinlich keinen Devil Deal. Und er hat mich geheilt. Aber der Whore of Babylon-Effekt wird erst halt weggemacht, wenn man in den anderen Raum geht. Jetzt sind wir wieder normal. Jetzt machen wir kleine Tränen, keine Riesenbälle auf Doom mehr. Wir werden in den Zacki-Zacki-Raum reingehen und. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Hatte ich da Hound schon hier? Ich glaube, in einem meiner OP-Runs hatte ich da Hound. Bin ich ja gerade gar nicht so sicher. Weil der Hound ist so eher einer der Bosse, die man nicht gerne. Die man nicht sonderlich mag in Isaac. Weil der Hound ist so. Ja, nee. Unangenehm, besonders wenn er in der ersten Ebene kommt. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir. Nehmen wir. Wir haben jetzt zwar wieder einen Primstone, aber dafür haben wir nur noch ein Herz, was den Whore of Babylon-Effekt wieder hervorruft. Also die Runs sind derzeit noch ein bisschen langweilig, weil es kommen halt immer die
gleichen Items großteils, weil halt noch nicht so viel im Pool freigeschaltet ist, aber bald kriegen wir kein Lil Brimstone mehr. Bald. Oh, Luck Down. Und Health Up. Nein, Spiel, ich möchte. Das ist so einer der unangenehmen Gegner, die es gar nicht mag, weil die halt auf einem zurennen und dann einfach Boom machen. Und wenn man nicht darauf eingestellt ist, dann ist das echt asozial. Die Gabel. Lass es hier. Die macht halt, dass man sich heilt, wenn man Gegner trifft. Und das wollen wir nicht. Ah, so viel Schaden mache ich noch gar nicht. Finde es schade. So schade, dass mir erstmal einen Zacki-Zacki-Raum gönnen muss. Kiste. Oh mein Gott. Jetzt der Horror-of-Baryon-Effekt auch wieder weg. Und ich werde jetzt versuchen, zum Boss zu rushen. Weil ich habe eigentlich schon Bock auf Tierzap, das ist ganz gut. Ich hasse euch. So, jetzt darf ich keinen Schaden mehr bekommen. Da gehen wir nach dem Boss hin. Ach wohl. Obwohl, nee. Da gehe ich doch noch nicht rüber, weil es ist doch ein bisschen kritisch. Weil ich halt dann nur noch ein halbes Leben hätte. Hier ist halt jetzt gerade das Problem, dass Rot von mir und von dem Gegner und so, ich nehme dich mit. Jetzt können wir fliegen. Jetzt ist das da oben auch kein Problem mehr, den hier zu bekommen. Der ist ganz cool. Das ist so ein kleiner Buddy, der umherläuft und die Gegner halt, ja, wie soll man sagen, ein bisschen irritiert und die Gegner greifen den dann halt manchmal an. Oh, ein Schlüssel, danke Spiel. Hätte mir noch. Ich krieg recht wenig Schlüssel. Wow. Best Friend kann man da hinlegen oder macht der Boom. Ein sehr unnützes Item. Da mag ich das Pferd doch besser, weil man kriegt halt noch Fliegen mit. Und Fliegen ist so eine der Sachen, die man gerne in Isaac hat. Ich hatte noch keine einzige Bombe in diesem gottverdammten Run. Was ist los mit dem Spiel? Plupp. So, was wartet? Ein Zacki-Zacki-Raum. Ich hab mir schon wieder mein Devil Deal verspielt. Ich trottel. Das mit dem Devil Deals wird, glaube ich, heute nichts mehr. Naja, gehen wir dann halt auf Angel Deals. Obwohl die haben ja genau so eine grottige Chance zu spawnen. Ich hoffe, dass mit der Erweiterung was an Devil Deals geschraubt wird, weil die sind noch nicht so geil. Sind zwar schon relativ geil, aber nicht so geil. So. Oh. Ich habe halt dafür, dass ich ein Eve One mache, habe ich erstens echt viel, also zu viel Leben. Und zweitens hätte ich dieses Regenerations-Item nicht mitnehmen dürfen. Das macht mir meinen ganzen Run kaputt. Komm, aber ich habe Little Brimstone, das reicht. So, hier rein. Oh nein. Oh nein. Das könnte echt mein Todesurteil sein, The Fallen. Aber das Gute an The Fallen ist, es gibt einen gratis Devil Deal Item. Mein kleiner Buddy, ey, der hilft mir echt gut. Wow. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ich hätte ein Free Devil Deal Item. Also, das war auch ein Devil Deal Item, diese dumme Schippe. Aber hättest du mir das irgendwas Besseres geben können? Zum Beispiel Poison Touch. Wow. Spiel.
You are so excited and friendly. Not. Ich glaube, dieser Run, der wird, also es wird ein bisschen anspruchsvoll hier, Mams Haar zu besiegen. Mal gucken. Oh mein Gott. Wird mal hier reingucken, ob das nichts Spannendes. Wenn mir jetzt natürlich eine Münze im Shop fehlt, um irgendein geiles Item zu bekommen, dann raste ich aus. Nein. Wow. Danke, Spiel. So much love. So much love. Boah! Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Was hast du davon gedacht? Mit der grauen Kiste. Megamore. Wie ich ihn immer nenne, Mega Man. Oh mein Gott. Und es hat gab noch nichts mehr danach. Also es war vollkommen Schwachsinn, in diesen Raum zu gehen. War hier irgendwo eine goldene Kiste? Nee. Schade. Mal gucken, was es im Shop gibt. Scheiße. Okay, das Item wird sowieso nicht so gut gewesen. Das Item macht, dass wir blaue Herzchen. Drei an der Zahl. Was schon recht viel ist, in Soul Hearts umwandeln können. Nee. Also blaue Herzen, normale Herzen, Entschuldigung. Komm, spawn irgendwas Geiles. Scheiße. Okay, ab in die nächste Ebene. Drei Schlüssel, kein Schaden. Der Mann wird so schlecht. Ich werde so verkacken. So, diesmal geht es nicht da rein. Ich hatte auch noch. Doch, ich hatte schon blaue Herzchen, beziehungsweise schwarze. Heute ist das Spiel echt nicht gnädig zu mir. Wenn man sich dann mal die anderen Runs anguckt. Oder es liegt auch daran, dass ich einfach scheiße spiele. Oh, aber Bomben. Bomben sind immer toll. Mit dem Pferd können wir wodurch waschen. Da werde ich vielleicht nachher reingehen, wenn es beim Boss war. Und macht dann halt den Gegnern Schaden. Oh mein Gott, das war gut. Das war richtig gut von mir. Und wenn man halt, es ist ganz komisch. Irgendwie kann man getroffen werden und man kann nicht getroffen werden. Ich habe das Item noch nie so ganz kapiert. Nach 400 Spielstunden Isaac. Okay, 400 ist übertrieben. Ich glaube, ich habe 200 oder so. Oh, einer der unangenehmen Räume. Danke, Spiel. Danke, Little Hound. Ja, also mit dem Tombstone kann das doch alles was werden. Ein bisschen stört mich, dass es halt als zweites Baby ist. Oh. Ankh, Eternal Life. Ich könnte mir sogar das Spiel ein bisschen austricksen. Und das Spiel schon mit einem Charakter durchspielen, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Was aber, glaube ich, nicht machen werde. Also wenn es halt nicht, wenn es sterben sollte, dann müssen wir es machen. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, was aufs Thumbnail packen soll. Ich hab schon wieder Lil Brimstone. Ist immer so ein Problem. Die Überlegung, was aufs Thumbnail muss. Und ein Videotitel. Ist alles echt schwer. So, gehen wir mal zum Boss. Ach, wie geil! Das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja Poison Ta. Das war's mit dem Devil Deal. Oh mein Gott! Ich heile mich. LOL! Was ist denn gerade los hier? Wie stelle ich mich denn an? Ah, oh, aber ein Tornfoto bekommen wir. So.
Ich muss noch mal. Hey, warum haben wir den Kompasseffekt? Wo sieht man die Räume immer, wenn man neben dran ist? Könntest mal reingucken. Oh. Da spawnen manchmal silberne Herzchen. Ja, es hat halt eine geile Tierrate, aber überhaupt keinen Schaden. Und überhaupt keine Soul Hearts, was mich noch mehr aufregt. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich in die Kommentare schreiben. Du hast bei Minute 35 hast du einen blauen Stein übersehen. B-b-b-b. Aber ich sag einfach YOLO. Ich mach das ohne blaue Steine, einfach weil ich kann. Ja. Einfach weil ich BAM mache. Oh mein Gott. Wow, Spiel, so much so hard. War in der Cage Room? Nope. Da hinten war aber ein Battle Room, in den es rein wollte. Wow. Da. Und da war mein gut verdientes Soul Heart schon wieder verschwunden. Der Part wird auch heute ein bisschen später online kommen. Ich weiß, jetzt sage ich so in der Mitte des Partes, wo die Leute dann wundern, wo bleibt der Part? Aber ja, er wird so gegen 1 Uhr online kommen. Es hatte ein bisschen Zeitdruck, wenn man das so schön sagen kann. Ein bisschen, oh mein Gott, ich guck, wie traurig mein Eve guckt. Da kriegt man ja voll Mitleid, wenn man den von der Seite sieht. Plopp. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Oh, Nico 1 oder Nico 2? Depp 2, oh mein Gott. Jetzt kommt Mom. Hier kommt die Mutter. Den Devil Deal kann ich wieder vergessen. Bosshorst kannst du aber den Bosshorst. Ich werde mal reingucken, vielleicht ein geiles Item da. Und wenn da ein geiles Item ist, dann werde ich den sogar angehen. 5 Stone, schieß Laser. Oh. Ich habe was gemerkt, da ist. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn da so zwei blaue Fackeln sind. Dann ist da relativ oft der Geheimraum. Das soll ich mir mal merken. Oh mein Gott, die Ebene ist schon wieder so richtig asozial. Und diese Gegner liebe ich ja. Diese hier. Die liebe ich, ey. Das sind die besten Gegner im Spiel. Nicht. Oh mein Gott. Mom's Eyeshadow. Shadow ist ganz lustig mit der hohen Tierwelt. Weil dann greifen sich die Gegner gegenseitig an. Ja. Oh mein Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Geister überhaupt nicht ausstehen kann? Sonst, wenn man keinen Schaden macht? Die einfach so unendlich viel Leben haben? Einfach so scheiße nervig sind diese Gegner. Also ihr seht jetzt mal, wie ein Nicht-OP-Run auch mal ablaufen kann. Da ist es doch ein bisschen. Fuck. Okay, wir spielen das Blue Baby weiter. Cool. Oh, der hat War of Babylon. Nice. Okay, jetzt ist der Run wieder ein bisschen OP. Komm, stirb. Wir machen zwar immer noch fast keinen Schaden. Ich hoffe, dass wir jetzt auch was freischalten. Was, hoffentlich denkst du das Spiel nicht. Nö, du hast den Charakter noch nicht. Du darfst nichts freischalten. So, mal gucken, was im Boss war.
Das machen wir irgendwann anders. Weil das, nee, ist jetzt nicht durchgestanden. Was ist mit. Kurze Erklärung, da wir ihn ja jetzt schon sehen. Blue Baby kann. Also den Charakter, den wir jetzt. Oh mein Gott. Bekommen haben. Blue Baby kann keine normalen Herzen aufsammeln. Gar keine. Also wenn er halt ein HP abbekommt, dann kriegt er halt blaue Herzchen statt normale. Das macht es dann uns schon ein bisschen schwerer mit dem Charakter zu spielen. Die lieben sich. Komm. Ja, Speed up. Oh, das wird echt kritisch hier. Ist dann. Nope, hier. Nee. Ich such die ganze Zeit Steine mit einem Kreuz drauf. Mit so einem kleinen Kreuz. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hier aussehen. Oh nein. Oh, diese Spinnen sind aber auch ekelhaft. Jetzt gibst du mir Gabis Foto. Nope. Komm, Satan-Karte, Satan, Satan. Ey, Spiel, wir müssen jetzt verarschen. Gabis Foto, Tour of Hearts. Noch irgendwas, was. Wer bist du denn? Das Ding hatte ich noch nie gesehen im Spiel. Ein Gegner da oben rechts. Nein. Ich muss echt aufpassen. Erstens, hier kommen die Hände. Zweitens, das Ding. Aber wenn es stirbt, spawnt das kein blaues Herz. Schade. Hier springen wir mal. Nope. Nope. Ich will da oben in den großen Raum nicht rein. Ich hab Angst. Ich hab Angst, dass. Komm, Spiel. Sag mir, dass hier unten der Boss ist. Danke. So. Oh, Geld. Was willst du mit Geld? Okay, einer der leichteren Reiter. Muss da gerade mal ganz kurz konzentrieren. Er ist zwar leicht, aber nicht sonderlich leicht. Jetzt hat er ein Pferdchen. Und oh mein Gott, wir kriegen Devil Deal. Fuck! Scheiße, ich hab. Oh, ich, warum gehst du in Devil Deal rein? Ich hätte mir eh nichts leisten können. Das war unser erster Tod, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Over and out. Euer Agenda.